Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder alle zuschaut. Gerade in der jetzigen Zeit, ja, weiß man nicht, ob man jetzt YouTube gucken soll oder nicht. Da sind ja voll die Sachen zu sehen. Und ja, aber ich unterhalte euch mit nützlichen Dingen und nicht mit irgendwelchen Müll. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache ein Video mit 4 Lifehacks bezüglich Corona-Krise, wie man sich schützen kann oder seine Liebsten schützen kann. Ja, falls euch das interessiert, bleibt dran. So, und so, hier sind wir wieder. Und zwar machen wir mal jetzt den Lifehack Nummer 1. Ihr kennt es ja alle, ihr geht in den Supermarkt etc. pp. Die ganzen Einkaufswagen sind ja alle ja nicht die schönsten und saubersten. Also nehmen wir uns hier eine Küchenrolle oder eine Klopapierrolle, schneiden uns das hier einmal auf. So. Jetzt könnte man das rein theoretisch so über den Griff legen, 2 Stück rechts, links an den Einkaufswagen und man hat einen Schutz. Ja, das wäre Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, das heilige Klopapier. Wird ja jetzt heutzutage irgendwie als Gold gehandelt. So Leute, wenn ihr Klopapier holt, dann kauft doch direkt das etwas dickere, also mehrlagige. Warum? Ganz einfach, man kann es ja trennen, so. Und dann hat man beimal 2 Lagen, weil das jetzt 4-lagiges Papier. Und ja, schon hat man wieder mehr Klopapier. Und es tut noch was Gutes für die Umwelt. Ja, das war Tipp Nummer 2. So, nun kommen wir zu Tipp Nummer 3. Dazu muss ich aber noch etwas sagen. Und wir bauen uns jetzt hier Atemschutzmasken, also Virenmasken oder wie man die auch immer nennt. So, aber die sind jetzt nicht dafür da ungefähr, dass man jetzt sagt, dass man sich nicht anstecken kann. So, es geht eigentlich darum, falls einer erkrankt ist, man bekommt es ja nicht unbedingt direkt mit, ob man selber krank ist oder nicht, und man möchte jetzt andere Leute nicht anstecken, dafür sind die Masken perfekt. So, man nimmt sich dann hier so ein Küchentuch oder was anderes. Von der Dicke her, ihr könnt das auch doppelt oder dreifach nehmen, das müsst ihr wissen. So, dann falten wir das hier, wie so ein Fächer. So, dauert jetzt ein bisschen. So. Wie gesagt, das ist eine gute Lösung, weil man kann es schnell machen selber. Wenn man da reingeniest hat und so weiter, kann man es entsorgen und gut ist. So, jetzt hat man so eine Art Fächer sich gefaltet. Dann nimmt man erstmal so einen Tacker. Tackert das erstmal hier fest. Tackert das einmal hier fest. So, jetzt nehmen wir uns handelsübliche Gummis. So, die legen wir hier drum. Diese tackern wir dann auch fest. So, andere Seite. So. Und schon hat man, wie man sieht, Moment, ich ziehe es für euch auch mal an, dass ihr seht, dass es auch funktioniert. Ich muss jetzt mal die Kamera umstellen. So. So. So hätte man da jetzt sich einen Mundschutz gemacht. Wie gesagt, das war Lifehack Nummer 3. 4 folgt. So, für den 4. Lifehack bauen wir uns wieder eine Maske. Einmal einen normalen handelsüblichen Kaffeefilter, den kann man natürlich in braun oder in weiß nehmen. So, so sieht der aus. So, jetzt faltet man den ganz kurz so leicht, knickt man den so ein, wie so eine Tüte. Auch wieder hier kommen Gummis zum Einsatz. Man tackert sich hier den Gummi dran. So. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite auch. So. Jetzt hole ich mich wieder ran, so, dass ihr auch seht. So, und jetzt setzen wir so einen perfekten Mundschutz, weil er schließt auch hier überall wunderschön ab.
wie man vielleicht sieht. Ja, perfekt. Gibt es in jedem Drogeriemarkt so einen Filter. Und man kann sich und ihre Liebsten, seine Liebsten, so gut davor schützen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen rauf, abonniert den Kanal, bleibt gesund, wir sehen uns. Ciao!